Hallo und herzlich willkommen zu Horizon Forbidden West. So heißt das Game. So. Dann mal weiter. Ich muss einfach. Wenn ich so ein Lagerfeuer sehe, muss ich da einmal Licht anmachen. Weil ich sonst glaube, dass es nicht frei. Obwohl ich weiß, dass es, glaube ich, freigeschaltet ist, ne, wenn ich sehe. Oder in die Nähe komme oder wie auch immer. Da sind wir. Aha. Das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Ja, komm. Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Oh, noch hier eins. Gut, dann auf geht's. Warte mal, vielleicht hat er eine neue Rüstung für mich. Osaram? Nein! Auf gar keinen. Und vielen Dank. Der Verlierer putzt die Latrine. Nimm mal so eine nette Begrüßung. Ein Fremder und ein verstümmelter Marschall. Ein Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarrten. Ich würde Ersteres vorziehen. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grodda bei der Gesandtschaft.
Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hekaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Einfach abwarten, Junge. Ah, die wandernde Fremde. Komm, wir handeln. Nö. Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Alles klar. Nö, oder? Weiß nicht. Was hast du denn? Kanister-Seilwerfer. Hammerstoß-Bolzen. Schießer. Das ist der Rassler, ne? Strom. Häckslerhandschuh. Weiß nicht. Ach komm. Komm nächstes Mal zum Handeln. Ja. War's das schon, Fremde? Oh, wart's nur ab. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg. Damit ich sie richtig scannen kann. Okay. Okay, scannen wir die Mauer. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Lass uns mal schauen. Die Felsen sehen an sich komisch aus, aus dem die Mauer da besteht. Wo kommt dieses Wasser her? Wasser in die Mauer. Vielleicht in einen Höhlen. Ich müsste die Steine aussteigen können.
bin. Lass mal gucken. So, ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß wie? Tja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Ach so. Ach, da ist er. Da bist du ja. Die Wachen sagen, du kriechst an der Mauer rum wie eine Ratte. Lass deinen Namen erzählen, was du vor. Tecuhti sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich mein's ernst. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein, ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen. Willst du ihm trotzen, wie dieser arrogante Dreckskerl? Das war ein gemeiner Vergleich. So. Die Rebellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? So ungefähr, ja. Tja, dir fehlt es an Vernunft. Aber Mut fehlt dir nicht. Neuer also, Nahkampfplatz. Vorhin, mit Tecuhti. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Das stimmt. Ey, die ist weg. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähl ich's dir vielleicht. Ich nehme dich beim Wort. Wir nähern uns dem Ort, an dem wir zuvor die Rebellen sahen. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Ach du Scheiße! Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Vielleicht ist da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann. Schwach gegen Eis. Mein Fokus kann helfen. Kettenreaktion. Salvenkanone. Markier mal. Kühler. Stoßszene. Dieser Krieg wird schnell und entscheidend sein. Kühlsaftfass. Ja, passt doch.
War das das hier? Wo ist denn das Kühlfass jetzt? Sein. Auf geht's. Alle? Ich habe die Ostländerin. Alter! Keine gute Idee. Vielleicht ist da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann. Mein Fokus kann helfen. Bereit machen, Leute! Es geht gleich los! Der Himmelsplan wird fallen! Mit einem Schockfalltreffer gibt es einen Seelenring. Was denn? Das kleine Ding willst du treffen. Boah. Nee, ich glaube, wir müssen peu à peu müssen wir die Typen wegholen. Ich glaube, ich bin hart. Vielleicht ist da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann. Unterlevelt. Mein Fokus kann helfen. Bereit machen, Leute. Es geht gleich los. Der Himmelsclan wird fallen. Ja, der Himmelsclan, der wird fallen. Warte mal. Thank you.
gefangen. Haben wir das Ding erledigt? Alter! Ich glaube, die habe ich schon, Eloy. Ja, mit bisschen Tic-Tac geht alles, ne? Boah, was ein Monster, ey. Fetten Elefant. Fetten Monster. Na gut. Haben wir den. Munitionstrommel. Salvenkanone. Was haben wir hier noch? Noch eine Salvenkanone. Und was ist das? Noch eine Salvenkanone. Ich habe alles hier schön weggeschossen, halt. Jut. Weil muss ich da hochklettern oder was? Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Ich habe ein bisschen gewartet, weil bei dem letzten, wo ich gesagt habe, ich mag ihn, der hat sich dann als Vollidiot rausgestellt. Aber ich mag ihn. Hey, du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Sehen wir gleich. Wir werden es sehen. Abhauen ist nicht.
kehre zum Bollwerk zurück. Sind wir da? Oh, mit Lafette. Cool. Bitte sehr. Alles klar. Zeig mal her. Du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Ach so, ich dachte Munition. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle... Es klappt! Es explodiert. Was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen belagert. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote. Jetzt musst du zu Hikaru. Niemals. Niemals. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Ich mag ihn. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Ja, diese komm. Kaplanen suchen. Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Ja, irgendwie fühlen wir uns komisch an, ne? Eloy, aber... Ich habe Gesichtsbemalung freigeschaltet, ne? Ich habe gar keinen Plan, wie man die benutzt. Oder wie man die... Das Bollwerk. So, zeig mal her, hier, Werkbank. Was haben wir denn hier? Waffen-Upgrades. Tja. Schleuder mal eingeben? Nee, guck mal. Golden kostet das. Will ich nicht. Was hier mit? Ach, das ist die blöde Stromfalle, ne? Flüsterbogen. Tja. Brauche ich denn hier dafür? Ach, Kacke.
Ja, kacke. Nix dabei. Beutel auch nix. Spezialausrüstung auch nix. Nicht auf Steinmauern. Gut, wo ist diese Kaplanin? Gibt's dafür eine Quest? Kohlrot. Nahkampfplatz. Das Bollwerk. Aber wo ist diese Schamanin? Oder, wie heißen die? Fremde, ich biete dir einen ehrbaren Handel. Ach, guck mal, hier sind überall Ausrufezeichen. Komm, dann, das hier zuerst. Wie ist das am nächsten? Jo. Grüß Gott. Bist du Kaplanin Gera? Cortalo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Kekote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Cortalo hat dich zu Recht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft im Fahrlicht gefolgt, entgegen Tekotes Befehlen. Ja, ich weiß, dass Cortalo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tekote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tekote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tekote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den Kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Hm. Viel Glück. Alles klar. So, wir haben aber noch mehr Ausrufe. Da ist auch noch ein. Du bist viel zu oft. Mein Bruder wird es schaffen. Grüß Gott. Was ist hier los? Die Mauerbrecherin. Jackers Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der Zehn aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jacka, Itaka, los zum Training. Dein Bruder hätte bei seinen Putzlappen bleiben sollen. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Eine hübsche. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Nicht trödeln, Soldatin! So, und dann haben wir da noch eins. Ich komme, ich komme. Pento, sei bitte in Sicherheit. Die Fremde hat es. Ich könnte von einer Klippe sprechen. Meine Klippe. Darf ich fragen, worüber ihr streitet? Ah, Seriva lässt nicht locker.
Sie besteht darauf, dass Kameradin Ferika auf den Flügeln der Zehen flog. Doch ich sage, sich an einen Sturmvogel zu hängen, ist nicht dasselbe. Eine Tenaktrit einen Sturmvogel? Sie ging hoch in die Luft, aber reiten ist zu viel gesagt. Ha, du gibst es zu. Ihr redet über sie, als ob sie nicht mehr unter uns ist. Ist sie nicht. Als sie sich an der Maschine festhielt, ist sie mit ihr auf den Berggipfel geflogen. Der Sturmvogel kreist noch um den Gipfel. Doch Ferika ist fort. Traurig, so zu sterben. Das stimmt. Wenn nur jemand die Bergspitze erreichen könnte. Eine gute Soldatin mit entsprechender Rüstung. Da oben hilft sie auch niemandem. Ich bin recht gut im Klettern. Kein Zweifel. Aber wenn du nicht wie Ferika da rauf willst, gibt es keinen wirklichen Weg da hoch. Noch. Interessant. Der erste Flug. Naja, aber wir haben den Lehrmeister noch. Und da ich ein paar Fertigkeitspunkte über habe, lohnt sich das wohl, weil ich muss wahrscheinlich wieder irgendwas Neues freischalten, ne? Kamerad. Ist das ein Trainingsplatz? Genau. Klingt, als wärst du schon mal in einer Clan-Hauptstadt gewesen. Ich bin Herayo. Mein Bruder Virak und ich leiten diesen Platz. Wir sahen, wie du das Bollwerk gefällt hast. Herrlich, unseren arroganten Kommandanten so wütend zu sehen. Jedenfalls, wenn du schon mal auf einem Clan-Trainingsplatz warst, kennst du dich ja aus. Die Regeln sind gleich. Du kannst trainieren oder eine Prüfung ablegen. Nur dein Speer und ein Übungsbogen sind erlaubt. Schließe alle unsere Prüfungen ab, dann trittst du gegen uns an. Und wenn ich gewinne, bekomme ich ein Zeichen? Falls. Und ja, ein Zeichen des Siegs als Beweis für das Fortdauern. Wer ist dieses Fortdauern eigentlich? Ich hörte nur, das sei der beste Lehrer unter den Tenakt. Erlange drei Zeichen. Dann siehst du es. Jut. So. Absprung und Schießen. Positioniere dich schnell, neu und erlange die Oberhand. Besiege deinen Gegner mit den folgenden Kombos. Weiche einem Angriff aus, Absprung, R1, R2 gedrückt halten. Schieße auf den Gegner, während du in der Luft bist. Alles klar. Tod gewinnst du keine Schlacht. Und Abstand hält dich am Leben. Diese Kombination holt dich aus der Klemme und bestraft deinen Gegner. Und dann haben wir Suchen, Zuschlagen. R1 antippen, während der Stick nach vorne gehalten wird, R1 gedrückt halten und dann loslassen, um über den Gegner zu springen. Lande einen Rammangriff auf deinen zweiten Gegner beim Fallen. Okay. Hey! Naja. Dein Held ist mein Fall. Hat? R1 antippen, während der Stick nach vorne gehalten wird, R2 gedrückt hat. Achso. Hey! Warum? R1 antippen. Während der Stick nach vorne gehalten wird, R2 gedrückt halten, dann loslassen, um über den Gegner zu springen. Komisch. Schlachtfeld ist Taktik überlebenswichtig. Aha. Das beste Ziel ist nicht immer das nächste. Also wähle dein Ziel und schlag zu. Cool. So, du musst Luftschlitze, Absprung, Halbmondhieb und Blockbrecher im Fertigkeitsbaum lernen, um diese Herausforderung freizuschalten. Okay. Zeig mal her. So, was haben wir hier? Halbmond geht nicht. Was ist das? Resonante Aufladung.
Komm. Ja. Und hier Halbmond. Wie wird das Set? Wuchtangriff. Energetisiert Dauer. Was ist das? Nahkampfschaden. Her mit dem Schaden. Was ist das? Kritische Stärkung. Halte dank eines speziellen Modus für deinen Fokus eine größere Chance. Ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Was ist das? Wuchtangriff. Hau rein. Was haben wir hier? Wuchtangriff, passive Stärkung. Was ist das? Feuerstoß. Aha, darf ich ja nicht benutzen. Und das ist resonanter Schaden. Nämlich. Vereitelter Schuss. Okay. Es hat resonante Aufladung. Komm. Ich finde die Sachen gut. So. Und dann haben wir fertig, ne? Könnte ich den noch machen, ne? Komm. Machen wir auch noch. Dann haben wir sie alle verteilt und gut ist. Wieder Lust auf ein Training? Ja, sehr das. Ich habe was aufgebaut, das dich vielleicht interessiert. R1, R1, R2. Vor dem Ende des Angriffs R1 gedrückt halten für einen Halbmond-Heat. Dann R1 loslassen, R2 gedrückt halten und dann loslassen, um vom Gegner abzusprengen. Schließe mit einem Übungsfall auf den Gegner an, ist klar. Choreografie wieder. Ja, R1, R1, R2, Scheiße. R1, R1, okay. Scheiße. Einem defensiven Gegner hilft dir ein Blockbrecher. Mhm. Und schließe danach einen Halbmondhieb daran an. Alles klar. So, und jetzt fehlt noch er hier. Ah, gut, komm. Kämpfen. Fehler bis zur Niederlage. Also weiter, Bruder. Meine Klinge ist noch scharf. Wo ist dein Selbstvertrauen? Boah, Alter, wo bist du unter einer? Genug. Die Prüfung ist vorbei. Vielleicht nächstes Mal. Alter. Na gut. Alter, der ist... Geh dann mal. Ja. Der ist zu krass. Komm wieder, wenn du mit uns kämpfen willst. Alter, was vielleicht denn? Hat Virak dann bessere Laune. Was ist der für Typ? Na gut. So. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Lehrmeister, der ist krass. Der ist krass. Alter, macht einen Schwinger, dann habe ich gleich fast keine Gesundheit mehr. Weiß ich nicht, wie ich den knacken soll. Ich werde es offscreen mal ein bisschen probieren. Vielleicht präsentiere ich euch das schon zur nächsten Folge. Wenn nicht, dann habe ich versagt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.